Hallo, heute wollen wir ja eine Kellerdecke mit Rauschbund bzw. Hobeldielen erneuern. Prinzipiell können wir diese Tätigkeit an jeder beliebigen Holzbalkendecke durchführen. Wichtig ist, dass wir Holzbalken haben, an denen wir unsere Dielung befestigen können, und dann kann es schon losgehen. Wie man hier schön sieht, gibt es hier noch einen Fehlboden oder Blindboden, der ist auch ziemlich hoch gesetzt. Auf dem befindet sich in der Regel eine Lehmschüttung oder im schlimmsten Fall eine Schlackeschüttung. Das hat eigentlich den Grund, dass man Schwingungen vermeiden will und weniger den Vorteil der Wärmedämmung. An der Stelle muss man sich selber eine Lösung einfallen lassen, vielleicht eine Mischung aus Lehm und Stroh oder alles raus, wie zum Beispiel zwischen Keller und Erdgeschoss, wo die Schwingungen gar keine Rolle spielen. Da braucht man eigentlich nur Dämmung einzufüllen. Wenn der Blindboden erhalten bleibt, dann können wir zwischen diesen und die zukünftige Schalung die Dämmung während der Installation gleich einführen. Hierfür kann man ökologische und nicht handreizende Dämmung aus Hanf oder Flachs verwenden. Alternativ geht natürlich auch die nicht biologisch abbaubare Mineralwolle oder Steinwolle, zu welcher man auf jeden Fall einen Hand- und Gesichtsschutz tragen sollte. Das Gute ist jetzt, wenn man im Keller die Decke macht, kommt es nicht auf Millimeter drauf an und man kann die Wasserwaage zu Hause lassen. Wichtig ist, dass man sich ein paar Latten anbringt, um ein halbwegs ebenes Niveau zu erreichen. An den Stellen, wo der Abstand dieser Latten vom Balken zu groß ist, sollte man sich ein paar Führungsschienen aus normalen Holzrahmen oder Brettern anbringen. Wer allerdings die Decke eines Wohnbereiches mit Holz verkleiden möchte, der sollte doch zur Wasserwaage greifen, das Ganze etwas genauer machen und sich vielleicht aus Holzlatten ein ebenes und waagerechtes Niveau schaffen. Dafür eignen sich Justierschrauben, mit denen man den Abstand seiner Latten zur Decke korrigieren kann und dann wunderbar mit der Wasserwaage das Ganze einebnen kann. Justierschrauben haben nämlich am Ende, an dem sie in die Latte greifen, kein Gewinde mehr, sondern nur noch diese Widerhaken und bleiben quasi steif im Holz, sodass man nur noch die Latte hin und her bewegt, wenn man hier unten schraubt. Wir haben abermals auf 27 mm starke Dielung aus Hobeldielen zurückgegriffen, da wir hier etwas Robustes schaffen wollen, die Balkenabstände ziemlich groß sind und das Ganze natürlich auch noch die Dämmung tragen soll. Vibrationen wollen wir nicht haben und außerdem ist das Holz, wie bereits mehrfach erwähnt, ein guter Dämmstoff. Zum Verschrauben der Hobeldielen nehmen wir Dielenschrauben mit schmalem Kopf. Diese schrauben wir circa im 45-Grad-Winkel in die Feder ein. Besonderheiten im Keller ergeben sich durch Aufputz verlegte Kabel. Hierfür braucht man dann etwas Spezialwerkzeug, wie zum Beispiel eine Oberfräse, mit der wir eine Nut für das Kabel gefräst haben. Läuft. Diese sollte nicht zu eng sein, damit das Kabel nicht gequetscht wird. An anderen Stellen benötigt man klassisches Handwerkszeug. Um ungleichmäßige Ausschnitte zu machen, empfiehlt sich eine Stichsäge. Und an Stellen, an denen wir mit den Dielenschrauben nicht mehr im richtigen Winkel in die Feder reingreifen können, ohne sie zu zerbrechen, nehmen wir ganz normale Spanplattenschrauben. Am besten Schrauben mit einem breiten Kopf, damit sie das Schößchen des Holzes gut aufhalten können. So haben wir auch gestartet. Natürlich kann man auch eine Holzleiste davor setzen, allerdings reicht das im Keller vollkommen aus. Wir haben am Balken angefangen, da der Balken durchweg eben ist und somit die erste Planke nicht zu verschneiden war. Sollten sich die Dielen mit der Verlegung etwas schwer tun, so kann man aus einem Reststück der Nut sich das passende Werkzeug schaffen, mit dem man die Dielung in Position bringt. Sollte das noch nicht reichen, so muss man einen Holzschuh installieren und hier gegen sein Passstück mit einer Brechstange dagegen hebeln, um die Dielung in Position zu bringen. Die Dielen selber werden im fließenden Verbund installiert, wobei es gar keine Rolle spielt, wo sie enden.
Wir schneiden nicht auf Mitte des Balkens, sondern wir lassen sie einfach auslaufen und werden dann von oben ein Holz draufschrauben. Da hier keine Belastung durch Bewegung zu erwarten ist, können wir Material sparen und derartige Installationen machen. Die Dämmung, die hier später drauf liegt, wird es nicht stören. Sollte man nicht, wie hier zu sehen, von oben schrauben können, so ist es kein Problem, auch dieses Verbindungsholz mit den Dielenschrauben von unten im 45-Grad-Winkel zu befestigen. Beim Anschlag gegen feuchtes Mauerwerk darf man eine Folie, die man nach oben bis in den Bodenbereich durchzieht, anbringen. Hierfür empfiehlt es sich, mindestens 0,2 mm starke Polyethylenfolie zu verwenden. Ungefähr so wie hier. Latten sollte man wegen der geringeren Durchbiegung senkrecht stellen.